Hast du gewusst, dass allein 2% der jährlich in Deutschland produzierten Strommenge in die Herstellung von nur zwei Grundchemikalien fließt? Es geht um die Herstellung von Natriumhydroxid oder der Lösung, die man daraus gewinnt, der Natronlauge, und es geht um die Herstellung von Chlorgas. Beide Grundstoffe der anorganischen Chemie werden in der Chloralkali-Elektrolyse hergestellt, einem Verfahren, das in großen Elektrolysehallen stattfindet. Grund genug, dass wir uns dieses Verfahren chemisch etwas genauer anschauen. Das Lernvideo ist unterrichtsähnlich aufgebaut und es richtet sich vor allem an Auszubildende aus den Chemieausbildungsberufen, also für Chemielaborantinnen und Chemielaboranten, aber auch für Studierende. Es ist natürlich ein bisschen an Vorkenntnis nötig, damit ihr was damit anfangen könnt. Also Begriffe wie Redox sollten euch was sagen, auch Elektrolyse. Den Begriff Überspannung solltet ihr schon mal gehört haben und schließlich solltet ihr auch mit den Nernst'schen Gleichungen rechnen können. Zu diesem Lernvideo gibt es ein Arbeitsblatt, das könnt ihr völlig frei downloaden bei www.laborberufe.de und dort im Ordner C3CL. Das Arbeitsblatt, das heißt Chloralkali-Elektrolyse, und am besten ist, ihr drückt jetzt erstmal auf Pause und holt euch dieses Arbeitsblatt, weil nachher gehen wir das gemeinsam durch. Und am Ende liefere ich euch auch eine Zusammenfassung, eine schriftliche, die könnt ihr dann mitschreiben, dann prägt sich das Ganze auch etwas besser ein. Zu Beginn könnt ihr jetzt mal den Abschnitt 1 lesen. Nachdem ihr den vollständig gelesen habt, könnt ihr euch auch mit den eingebetteten Fragen beschäftigen. In der Frage 1 müsst ihr hier die fehlenden Potenziale ergänzen. Ein Potential, nämlich das bei pH 0, das wisst ihr wahrscheinlich aus eurem Vorwissen, das könnt ihr direkt hier eintragen. Und das fehlende Potential bei pH 7, das könnt ihr mit der Nernst'schen Gleichung berechnen. Ihr könnt, nachdem ihr den Abschnitt gelesen habt, auch hier diesen Merksatz schon mal ausfüllen und auch die tatsächlich ablaufenden Prozesse. Anschließend liefere ich euch auch hier eine Musterlösung. Drückt also jetzt erstmal auf Pause und beschäftigt euch alleine mit diesem Abschnitt 1. Klären wir gerade zu Beginn, wie wir auf die beiden fehlenden Potenziale kommen, nämlich die 0,0 Volt und die minus 0,41 Volt. In allen drei Fällen, bei allen drei pH-Werten, ist es eigentlich dieselbe Reaktionsgleichung, nämlich die Bildung von Wasserstoff ausgehend von einer wässrigen Lösung. Einmal ist die Reaktionsgleichung hier formuliert mit H+ für eher saure Reaktionsbedingungen. Und wenn die H3O+-Konzentration 1 Mol pro Liter ist, dann ist ja das Potenzial gerade von der Menschheit auf 0,00 Volt festgelegt worden. Das ist ja das Referenzpotenzial, woran sich alle anderen Potenziale dann eben orientieren. Das heißt, wir können hier gleich 0,00 Volt ergänzen. Für die Berechnung der minus 0,41 nutzen wir in jedem Fall die Nernst'sche Gleichung. Ich habe sie euch hier nochmal dargestellt. Für den Sonderfall, dass wir die Reaktion H+ hin zu Wasserstoff haben, gilt auch die Sonderform der Nernst'schen Gleichung, die ich euch hier dargestellt habe. Wenn ihr die schon kennt, im Unterricht behandelt habt, dann könnt ihr direkt das Potenzial berechnen. Man muss nämlich in diese Sonderform der Nernst'schen Gleichung einfach den pH-Wert einsetzen. Und der ist ja pH 7 und dann kommt man schon auf das Potenzial von minus 0,41 Volt. Das ist also die erste Möglichkeit, das Ganze zu berechnen. Setzt natürlich voraus, dass man diese Formel hier kennt. Die Alternative 2 und 3 folgt mit der Nernst'schen Gleichung. Wichtig ist hierbei bei der Nernst'schen Gleichung, dass man im Bruch, im Logarithmusterm, die Ionenkonzentrationen der oxidierten Seite im Zähler schreibt. Und im Nenner dieses Bruchs kommen alle Ionenkonzentrationen, die auf der reduzierten Seite auftreten. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, bei unseren Halbreaktionen, wo die oxidierte und wo die reduzierte Seite ist. Wenn wir uns die Halbreaktionen anschauen, sehen wir ganz deutlich, dass die oxidierten Seiten hier links dargestellt sind. Gerade hier unten sieht man das besonders einfach, weil die H+-Ionen, da ist ja die Oxidationszahl des Wasserstoffs plus 1 und hier beim H2 ist die Oxidationsstufe 0. Das heißt, hier ist die höhere Oxidationszahl, deswegen ist das hier auch die oxidierte Seite. Auch hier oben in der Halbreaktion ist es so, hier hat Wasserstoff wieder die Oxidationsstufe 0
Und die Wasserstoffatome hier auf der linken Seite haben die Oxidationsstufe plus 1. Wenn wir also die Nernst-Gleichung anwenden für die obere Halbreaktion, dann müssen die Hydroxidionen im Nenner geschrieben werden, weil das ja die reduzierte Seite ist. Und das seht ihr hier auch, habe ich hier gemacht an der Stelle. Wir haben ja einen pH-Wert von 7, das heißt die OH-Konzentration ist 10 hoch minus 7 und die habe ich in den Nenner geschrieben. Ich muss die noch hoch 2 nehmen, weil der Koeffizient ja hier 2 ist. Und als Standardpotential für dieses E0 habe ich minus 0,83 Volt genommen. Das geht hier auch aus der Tabelle hervor, weil das ist ja das Potential, was bei einer Hydroxidionenkonzentration von 1 Mol pro Liter gilt. Und das ist hier gerade der pH 14 und da gilt eben dieser minus 0,83. Und wenn wir hier das Ganze eben einsetzen, kommen wir eben auch auf diese 0,41 Volt. Man könnte aber auch die Nernst'sche Gleichung anwenden für diese Halbreaktion hier unten, weil wir haben ja pH 7, da ist die H3O plus Konzentration oder H plus Konzentration auch 10 hoch minus 7 Mol pro Liter. Wenn ich die Form hier aber wähle, dann haben wir ja die H plus Ionen auf der oxidierten Seite, das heißt, das seht ihr hier in der Alternative 3, da habe ich die H plus Konzentration auch wieder 10 hoch minus 7 Mol pro Liter gewählt, auch quadriert, weil ja hier auch der Koeffizient 2 auftritt. Und als Standardpotenziale habe ich wieder die 0,00 Volt genommen in diesem Fall. Und dann kann ich mit der Nernst'schen Gleichung auch hier mit der Alternative 3 auch wieder diese minus 0,41 Volt berechnen. Alles, was ich im Folgenden handschriftlich notiert habe, würde ich an eurer Stelle wirklich übernehmen und abschreiben, weil dadurch prägt sich das deutlich besser ein. Drückt also an den passenden Stellen auf Pause und lasst euch Zeit mit dem Abschreiben, bevor ihr weiterschaut. In dieser Grafik habe ich nochmal zusammengefasst, was stofflich überhaupt möglich ist. Auf der Kathodenseite könnte sich einmal Natrium bilden und es könnte sich alternativ auch Wasserstoff bilden. Auf der Anodenseite könnte es einmal zur Bildung von Chlor kommen, aber es könnte sich auch Sauerstoff bilden. Da ist allerdings eine kleine Anmerkung gemacht in der Tabelle, dass nämlich die Entstehung von Sauerstoff eine ziemlich hohe Überspannung benötigt. Ich habe jetzt hier einfach mal als Beispiel 1,5 Volt angenommen. Ein wichtiger Merksatz bei Elektrolysen ist, dass in der Realität dann die Halbreaktionen stattfinden, die untereinander die geringste Zersetzungsspannung benötigen. Mit anderen Worten, es findet auf der Kathodenseite die Halbreaktion statt, die das größte Potential besitzt, auf dem Y-Zahlenstrahl. Und auf der Anodenseite findet die Teilreaktion statt, die das kleinste Potential besitzt, auf dem Y-Zahlenstrahl. Und man sieht, dass eben hier zwischen diesen beiden die Zersetzungsspannung am geringsten ist. Sie beträgt nämlich 1,77 Volt. Und das sind tatsächlich dann die Vorgänge, die stattfinden. Also insgesamt ist es so, dass aus dem Chlorid zusammen mit dem Wasser Hydroxidionen entstehen, Wasserstoff und Chlor. Und mit Gegenionen kann man auch schreiben, Natriumchlorid plus Wasser gibt Natriumhydroxid, Wasserstoff und Chlor. Ihr könnt auf dem Arbeitsblatt also gerade übernehmen. Merke, bei der Elektrolyse finden in der Regel die Prozesse statt, die die geringste Zersetzungsspannung erfordern, also die Reduktion mit dem größten Potential und die Oxidation mit dem niedrigsten Potential. Und dann also bei den tatsächlich ablaufenden Prozessen diese Halbreaktionen hinschreiben. Und als Gesamtprozess könnt ihr folgende Darstellung wählen. Natrium ist ein Beispiel für ein stark unedles Metall. Die lassen sich alle nicht aus wässriger Lösung elektrolytisch abscheiden. Und das sind eben alle diese Metalle, die ein Potential von unter minus 0,41 Volt haben, weil statt deren Abscheidung kommt es stattdessen zur Wasserstoffentwicklung. Dazu gehört neben dem Natrium zum Beispiel auch das Calcium oder auch das Lithium. Die anderen unedle Metalle, die ein Potential von überhalb minus 0,41 Volt haben, die lösen sich auf in sauren Lösungen. Dazu gehört zum Beispiel das Zink. Und alle Metalle, die ein Potential haben, das positiv ist, die werden Edelmetalle genannt, die lösen sich gar nicht mehr in einmolaren
H3O-Plus-haltigen Lösungen auf. Da braucht man dann schon andere oxidierende Stoffe, um sie in Lösung zu bringen. Lest euch jetzt einfach mal die Abschnitte 2 und 3 durch zum Diaphragmaverfahren und zum Membranverfahren, bevor wir hier dann gemeinsam eine Zusammenfassung präsentieren. Das Diaphragmaverfahren und das Membranverfahren sind sich so ähnlich, dass wir beide gemeinsam zusammenfassen können. Ich würde die Zusammenfassung an eurer Stelle ins Heft übernehmen, weil beim Mitschreiben prägt sich das Ganze auch deutlich besser ein. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren liegt in der Trennschicht. Beim Diaphragmaverfahren handelt es sich um eine Asbest-Trennschicht und die ist für sämtliche Ionenarten durchlässig. Die Hauptströmungsrichtung wird allerdings die sein, dass Natriumionen von links nach rechts diffundieren, also in den Kathodenraum. Grund ist einfach der, dass auf der rechten Seite Hydroxidionen entstehen und dafür wird natürlich ein Ladungsausgleich benötigt und deswegen strömen die Natriumionen nach rechts. Gleichzeitig ist es auch so, dass hier auf der linken Seite, auf der Anodenseite, Chloridionen verschwinden, weil die ja zu Chlor oxidiert werden. Und deswegen liegt hier auch dann ein Überschuss an positiv geladenen Ionen vor und das begünstigt auch wieder die Strömung von den Natriumionen von links nach rechts. Allerdings können eben auch Hydroxidionen nach links gelangen und auch Chloridionen von links nach rechts gelangen. Das verursacht zwei Probleme. Einmal ist die Natronlauge, die hier rechts entsteht, verunreinigt mit Natriumchlorid. Und weiterhin können die Hydroxidionen, die nach links strömen, dafür sorgen, dass das entstehende Chlor disproportioniert in Chlorid und Hypochlorid. Diese Nachteile, die gibt es beim Membranverfahren nicht. Da liegt nämlich eine Hightech-Membran aus Naphion vor und die ist völlig undurchlässig für sämtliche Anionen. Das heißt, hier ist wirklich nur die einzige Bewegungsrichtung möglich, dass Natriumionen von links nach rechts diffundieren. Und die Natronlauge, die hierbei entsteht, ist also nicht verunreinigt mit Natriumchlorid. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir haben doch im Kathodenraum schon zu Beginn Natriumchlorid, noch bevor wir anfangen, weil schließlich geht man ja von einer Natriumchloridlösung aus. Allerdings ist es so, dass dieses Natriumchlorid, was anfänglich vorhanden ist, gleich zu Beginn rausgeschwemmt wird, weil es wird ja kontinuierlich Natronlauge abgeführt und durch H2O ersetzt, sodass die Folgechargen dann überhaupt kein Natriumchlorid mehr enthalten. Außerdem spricht natürlich auch nichts dagegen, dass man schon zu Beginn mit Natronlauge auf der rechten Seite startet und dann überhaupt gar keine Probleme mit dem Natriumchlorid hat. Ich würde vorschlagen, dass ihr jetzt nochmal alleine den Abschnitt 4 lest zum Amalgamverfahren. Und dann werden wir hier gemeinsam nochmal eine Zusammenfassung präsentieren und auch einige Sachen nachbesprechen. Drückt also jetzt erstmal auf Pause und beschäftigt euch alleine mit diesem Abschnitt 4. Hier also die Zusammenfassung zum Amalgamverfahren mit einer stark schematischen Abbildung dazu. Der wesentliche Punkt ist, dass man hier die Elektrolyse abtrennt von der Natronlaugebildung. Beschäftigen wir uns erstmal mit dieser Elektrolysezelle. Wir haben hier, wie bei den anderen Verfahren auch, eine Titananode, an der aus dem Chlorid Chlor wird. Gleichzeitig benutzt man aber eine Quecksilberkathode, also ein flüssiges Metall, das man an den Minuspol anschließt. Wasserstoff hat an Quecksilber eine extrem hohe Überspannung. Und deswegen ist es eben so, dass hier sich an der Quecksilberkathode nicht Wasserstoff bildet, sondern tatsächlich aus Natriumionen sich Natrium abscheidet. Gleichzeitig wird dieses Natrium gebunden mit dem Quecksilber zum Natriumamalgam und dann weiter transportiert durch die Pumpe in den Amalgamzersetzer. Wenn wir nochmal zur Abbildung von vorher zurückgehen, kann man sich das eben so vorstellen, dass Wasserstoff, wenn man Quecksilber verwendet, nicht mehr ein Potenzial von minus 0,41 Volt hat bei Standortbedingungen, sondern durch die Verwendung von Quecksilber wird es so weit abgesenkt, dass es unterhalb des Potenzials vom Natrium liegt und deswegen scheidet sich eben Natrium ab, weil dann ist eben eine geringere Zersetzungsspannung nötig als bei der Abscheidung von Wasserstoff.
Dadurch, dass in der Elektrolysezelle keine Hydroxidionen entstehen, läuft man auch nicht Gefahr, dass das Chlor disproportionieren kann in Chlorid und Hypochlorit. Man braucht hierfür auch nicht eine Trennschicht wie bei den beiden vorangegangenen Verfahren, weil hier sind eben die Reaktionsräume, wo beide Chemikalien entstehen, eh räumlich voneinander getrennt. Das abgeschiedene Natrium, das wird wie gesagt als Natriumamalgam gemeinsam mit dem Quecksilber in den Amalgamzersetzer gepumpt und dort zerlegt sich der Natriumanteil mit Wasser in Natronlauge und Wasserstoff. Es findet also hier die typische Reaktion statt, die stark unedle Metalle eben zeigen, wenn man sie mit Wasser umsetzt. Die Natronlauge, die hierbei entsteht, ist völlig natriumchloridfrei. Das ist der große Vorteil bei diesem Verfahren. Das Quecksilber wird natürlich im Kreislauf geführt und wird durch die Pumpe wieder zurücktransportiert und kann dann eben erneut dienen der Natriumamalgamproduktion. Trotzdem ist es ein Nachteil von diesem Verfahren, dass man das umweltschädliche Quecksilber im Einsatz hat und man kann auch kleinste Quecksilberspuren in der entstehenden Natronlauge auch nachweisen. Wenn noch nicht geschehen, würde ich jetzt also auf die Pause-Taste drücken und dieses Schema einfach nochmal übernehmen, weil durch das Mitschreiben prägt sich das Ganze viel besser ein. Zu guter Letzt findet ihr am Ende des Arbeitsblattes nochmal einige Aufgaben zur Chloralkali-Elektrolyse zum Alleinebearbeiten. Die Musterlösung zu diesen Aufgaben, die findet ihr in dem Dokument, der verlinkt ist auf diesem Arbeitsblatt. Das sind so typische Aufgaben, wie sie zum Beispiel bei Abschlussprüfungen gestellt werden von Chemielaborantinnen und Chemielaboranten. Alles Gute und viel Erfolg für bevorstehende Prüfungen.